Und wir treten ein in die Tagesordnung. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Fragestunde. Und wir beginnen mit der Frage aus der letzten Fragestunde, Nummer 487. Fragestellerin ist die Kollegin Lisa Gnadl. Ja, vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie wird in Hessen in der derzeitigen Pandemiesituation bei der Erteilung von den § 5 Absatz 2 Satz 1 Aufenthaltsgesetz genannten Aufenthaltstiteln hinsichtlich der Nachholung des Visumsverfahrens bzw. des Verzichts auf die Nachholung des Visumsverfahrens, insbesondere hinsichtlich der Ermessensausübung nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Alt 2 Aufenthaltsgesetz umgegangen? Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Abgeordnete, die Erteilung längerfristiger und dauerhafter Aufenthaltstitel im Inland durch hessische Ausländerbehörden setzt grundsätzlich immer voraus, dass der Ausländer mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im Visumsantrag gemacht hat. Nur auf diese Weise kann die Einhaltung des Visumverfahrens als wichtiges Steuerungsinstrument der Zuwanderung gewährleistet werden. Davon kann, wie auch die Fragestellerin richtig sieht, in Ausnahmefällen abgesehen werden. Voraussetzung ist, dass es dem Antragsteller aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht zumutbar ist, das Visumsverfahren nachzuholen. Die COVID-19-Pandemie bringt nun ganz unterschiedliche Reise- und Risikokonstellationen mit sich. Sie wirkt sich auch ganz unterschiedlich auf die Arbeitsfähigkeit der Visastellen in den deutschen Auslandsvertretungen aus. Die damit verbundenen Schwierigkeiten, ein Visum zu erhalten, sind durch die hessischen Ausländerbehörden zu berücksichtigen. So schreibt es schon die verbindliche allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz vor. Die Ausländerbehörden haben zu berücksichtigen, ob eine Ausreise in ein Virusvariantengebiet oder in ein Hochinzidenzgebiet erfolgen würde. Die ständig aktualisierte Liste des RKI mit den entsprechenden Einordnungen kann auf der Homepage des Instituts abgerufen werden. Wenn zusätzlich dazu keine Missbrauchsabsicht erkennbar ist, ist ein Absehen von der Nachholung des Visumsverfahrens im Einzelfall möglich. Die hessischen Ausländerbehörden habe ich über diese Ende Januar 2021 vom Bundesinnenministerium aufgezeigte Handhabungsmöglichkeit unterrichten lassen. Im Hinblick auf Ihre dieser mündlichen Frage sehr ähnliche Nachfrage im Rahmen der Sitzung des UHW am 27.01. habe ich Ihnen diese Einschätzung des BMI ebenfalls bereits mit Schreiben vom 4.02.2021 zur Verfügung gestellt. Die Ausländerbehörden haben darüber hinaus aber auch zu prüfen, ob es im Einzelfall nicht ausreicht, eine Duldung zu erteilen und das Visumverfahren nach Wegfall der aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Schwierigkeiten nachzuholen. Die Einhaltung des Visumverfahrens dient, wie gesagt, als wichtiges Steuerungsinstrument einer geordneten Zuwanderung. Ein Pauschalverzicht auf die Erteilung des Visumverfahrens, wie er teilweise gefordert wird, kommt von daher schon aus ordnungspolitischen Erwägungen nicht in Betracht. Eine Ausreise in ein Virusvariantengebiet oder ein Hochinzidenzgebiet wird im Regelfall nicht verlangt werden. Die Ausländerbehörden prüfen hier gründlich, um erhebliche Gesundheitsgefahren zu vermeiden. In allen anderen Fällen bei der Ausreise in ein Gebiet, das nicht entsprechend durch das RKI eingestuft wurde, müssen die möglichen, in Anführungsstrichen, persönlichen Nachteile, zum Beispiel Wartezeiten, Familientrennung, gegebenenfalls strikte Ausgangssperren und so weiter, nach meinem Dafürhalten hingenommen werden, zumal mir mitgeteilt wurde, dass das Auswärtige Amt eine Reihe von Maßnahmen ergriffen hat, um die insgesamt steigende Zahl an Visumantragstellern auch unter Pandemiebedingungen besser bewältigen zu können. Soweit meine Antwort, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Gnadl, drücken Sie bitte mal kurz da. Ja, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung meiner Frage. Ich habe noch mal eine Nachfrage, wie Sie als Landesregierung zu den Forderungen etwa auch des Verbands binationaler Familien stehen, auf die Nachholung von Visumsverfahren zu verzichten, wenn zum Beispiel eine Ehe geschlossen wurde oder ein Kind geboren wurde, gerade in der jetzigen Zeit. Und
das zumindest auch so zu berücksichtigen, dass da keine Verpflichtung zur Ausreise entsteht. Herr Minister. Vielen Dank. Ich hatte Sie ja schon darauf hingewiesen, dass die, ich sag mal, Corona-bedingten Fragen zu den Visa-Verfahren vom Bundesinnenministerium am 27. Januar 2021 an die über uns an die Ausländerbehörden weitergeleitet wurde. Die Umstände sozusagen, auf die bei denen auf eine entsprechende Verlängerung, Erteilung und wie auch immer auch Ausreise verzichtet werden kann, habe ich Ihnen gerade eben dargestellt. Darüber hinausgehende Überlegungen existieren nicht. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich die Frage 490 auf. Fragesteller ist der Kollege Janke Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie schätzt sie das Telenotarztprojekt ein? Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter, ich muss eingangs darauf hinweisen, dass der Begriff Telenotarztprojekt nicht eindeutig ist, weil mit dieser Bezeichnung sowohl das Telenotarztprojekt im Freistaat Bayern als auch das im beispielsweise Main-Kinzig-Kreis und das laufende Projekt im Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie das Projekt Telemedizin im Rettungsdienst im Landkreis Marburg-Biedenkopf verbunden werden. Grundsätzlich sieht das Hessische Ministerium für Soziales und Integration den Einsatz von Telenotärztinnen und Telenotärzten als eine sinnvolle Ergänzung des Rettungsdienstes in Hessen an. Da es in diesem Themenbereich eine Vielzahl von Lösungsansätzen gibt, gilt es jetzt in einem nächsten Schritt, die dort gewonnenen praktischen Erkenntnisse auszuwerten. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für die Antwort. Wie weit sind denn diese Projekte? Also ist bald mit einer Umsetzung zu rechnen oder sind wir da noch weiter in der Projektphase? Herr Minister. Das ist unterschiedlich. Es gibt ja das erwähnte Projekt in Bayern, zu dem derzeit die GesundheitsministerInnen der Länder um Stellungnahme gebeten sind. Und was die hessischen Projekte angeht, sind sie in unterschiedlichen Projektphasen. Das mittelhessische Projekt, was federführend vom Marburg-Biedenkopf betreut wird, wird ja von uns gefördert. Da geht es ja primär um eine telefonische Beratung. Dieses Projekt läuft noch. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wird es eher, dieses Projekt in der Umsetzung dann so sein, dass es in einzelnen Landkreisen eine Umsetzung findet oder eher landesweit? Herr Minister. Herr Abgeordneter, das lässt sich im Moment noch nicht prognostizieren. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Projekte, die, glaube ich, auch in unterschiedlichen Zuschnitt jeweils nach den individuellen Gegebenheiten vor Ort haben. Und diese Telenotarztprojekte sind in jedem Fall eine gute Ergänzung zu den Rettungsdienstgegebenheiten, die wir überall haben. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das mittelfristig etwas ist, was nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Ländern Nachahmer finden wird. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage 491. Auch hier ist der Fragesteller der Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, was wird von den Handlungsempfehlungen zum Gutachten zur Situation der Hebammenhilfe in Hessen konkret wie und wann umgesetzt? Herr Minister Klose. Herr Abgeordneter, die Ergebnisse des Gutachtens zur Situation der Hebammenhilfe wurden im runden Tisch Zukunftsprogramm Geburts- und Hebammenhilfe in Hessen vorgestellt. Die Beratung über die prioritären Maßnahmen sollte in einer weiteren Sitzung stattfinden. Diese hat leider wegen der aktuellen pandemischen Situation und dem Wunsch der Gremienmitglieder nach einer Präsenzsitzung, der Größe des Gremiums und der aktuell hohen Belastung aller Beteiligten durch die Pandemie noch nicht stattgefunden. Daher kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließende Antwort geben. Aufgrund der fortdauernden Beschränkung, auch durch das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes, hat das Ministerium entschieden, die Teilnehmenden zu einer digitalen Sitzung am 8. Juni einzuladen, auch wenn das zunächst dem Wunsch nach einer Präsenzsitzung widerspricht. Aber wir halten das für gegeben, um den Prozess auch weiter voranzuführen, dann jetzt doch digital einzuladen.
Vielen Dank. Die erste Zusatzfrage stellt die Kollegin Böhm. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Ihre Antwort wundert mich etwas, Herr Klose, weil ich von dem Hebammenverband gehört habe, dass Sie sehr stark auf, also zum Beispiel, aber auch von anderen gehört habe, dass Sie sehr stark auf einen Termin drängen. Können Sie dann bestätigen, dass es so unterschiedliche Einschätzungen gibt von den Hebammen oder den Beteiligten und warum sind Sie nicht darauf eingegangen, schon früher eine digitale Sitzung anzubieten? Immerhin sind wir jetzt, glaube ich, 2,5 Jahre nach dem ersten Rundentisch. Ist das richtig? Ist mein Zeitpunkt richtig gewählt? Danke. Herr Minister. Frau Böhm, der letzte Rundentisch hat ja im September 2020 stattgefunden. Dort wurde explizit der Wunsch nach einer Präsenzdurchführung geäußert. Dem wollten wir auch gerne entsprechen. Das ist aufgrund der weiteren Entwicklung der Pandemie nicht möglich gewesen. Insofern haben wir ja jetzt, wie ich bereits sagte, zu einer Sitzung am 8. Juni eingeladen, die dann leider digital stattfinden muss. Vielen Dank. Nächste Zusatzfrage stellt Herr Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir verstehen, dass es diese digitale Sitzung jetzt erst am 8. Juni geben wird. Gibt es denn Aspekte aus dem Gutachten, die das Ministerium jetzt auch ohne Zusammenkunft quasi in eigener Kompetenz schon umsetzen kann oder umgesetzt hat? Herr Staatsminister. Herr Pürsün, wir hatten ja ausdrücklich angekündigt, dass wir die Vielzahl der Handlungsempfehlungen, die im Gutachten enthalten war, zunächst durch den Runden Tisch bewerten und auch priorisieren lassen wollten. Und diesen Prozess nehmen wir sehr ernst. Deshalb nehmen wir jetzt nicht unsererseits sozusagen eine Vorwegnahme dieser Entscheidung vor, sondern wir wollen die Beteiligung großschreiben. Und das heißt, bevor der Runde Tisch nicht selbst eine Priorisierung vorgenommen hat, werden wir dem nicht zuvorkommen. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Dr. Sommer, drücken Sie mal, dann kann ich das freischalten. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich hätte noch mal eine Nachfrage. Es gab ja nicht nur jetzt das Gutachten und die Erkenntnisse, sondern die Landesregierung hatte ja auch in ihrem Koalitionsvertrag verschiedene Anstrengungen bemüht, was Sie alles machen wollen, beispielsweise das Hebammengeld. Besprechen Sie das auch im Runden Tisch oder wird das zeitnah kommen, sowie andere Aspekte, die Sie ja im Koalitionsvertrag schon lange, bevor überhaupt das Gutachten und der Runde Tisch erstellt worden sind, schon angekündigt wurden? Herr Minister Klose. Frau Sommer, die Maßnahme, die Sie jetzt angesprochen haben, ist ebenfalls Gegenstand der Beratung am runden Tisch, weil sie auch Teil der Handlungsempfehlung ist und deshalb gehört sie in das Paket der Dinge, denen wir jetzt nicht vorweggreifen wollen. Gleichwohl, und das wissen Sie, werden wir in dieser Legislaturperiode das Hebammengeld einführen. Aber wir müssen dann auch mit dem runden Tisch sinnvollerweise darüber sprechen, welche Kapazitäten über einen solchen Schritt möglicherweise gebunden sind, die dann für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Wir haben das ganze Thema Hebammenausbildung ja auch im Rahmen der letzten Plenarwoche und auf dem Bereich Studienplätze sehr ausführlich besprochen. Vielen Dank, Herr Minister. Letzte mögliche Zusatzfrage stellt der Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, gibt es denn außerhalb der Themen, die im runden Tisch besprochen werden, aktuell Initiativen der Landesregierung, die darauf abzielen, die Hebammenversorgung auch kurzfristig zu verbessern? Herr Minister. Herr Pürsün, Sie kennen ja unsere Maßnahmen. Sie wissen auch, dass wir sehr dafür gekämpft haben, dass wir die Ausbildungssituation der Hebammen insbesondere verbessern. Das ist auch ja auf dem Weg. Darüber wurde, wie gesagt, in der letzten Sitzung nochmal ausführlich gesprochen. Und darüber hinaus ist derzeit jetzt nichts Eigenes mehr auf den Weg gebracht. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zur Frage 492. Fragesteller ist der Abgeordnete Markus Bocklet, Frankfurt. Drücken Sie mal da. Danke, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, wie viele parlamentarische Initiativen haben die Fraktionen zum Thema Corona-Pandemie an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration seit Februar 2020 gestellt?
Herr Staatsminister Klose. Herr Abgeordneter, seit Februar 2020 bis 14. Mai 2021 haben die Fraktionen 292 parlamentarische Initiativen zum Thema Corona-Pandemie an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration gestellt. Es wurden 246 kleine Anfragen, 3 große Anfragen, 3 Auskunftsersuchen, 6 Berichtsanträge sowie 33 dringliche Berichtsanträge gestellt. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Pürsün. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Staatsminister, die Überforderung des Kollegen Bocklet mit der Corona-Pandemie ist ja offensichtlich. Glauben Sie, es gibt einen anderen Ausweg außer den Wechsel in den Deutschen Bundestag? Herr Staatsminister Klose. Herr Pürsün, ich glaube, diese Frage richtet sich selbst. Nächster Fragesteller oder Zusatzfragesteller ist der Fragesteller selbst. Kollege Bocklet, einmal draufdrücken, dann sehe ich es besser. Danke. Ich bin ja schockiert, weil ich dachte, wir haben überhaupt nicht im Landtag darüber geredet, Herr Minister, dass das so viel geworden ist. Deswegen stand Sie mir eine Nachfrage. Wie viele Fragen wurden denn in dringlichen Berichtsanträgen insgesamt gestellt und wie viele Antwortzeiten hat das denn nach sich gezogen, die zum Beispiel der Minister oder die Staatssekretärin im SIA vorgetragen hat? Herr Minister. Herr Abgeordneter, es wurden insgesamt 872 Fragen in dringlichen Berichtsanträgen gestellt und 255 Antwortseiten im erfragten Zeitraum im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss vorgelesen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächster Zusatzfragesteller ist der Kollege Dr. Grobe. Herr Staatsminister, wie viele kleine Anfragen, wie viele Berichtsanträge hat die AfD zu diesem Thema gestellt? Danke. Herr Staatsminister. Herr Grobe, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil aus meiner Aufstellung keine Aufschlüsselung nach den Antrag- bzw. berichtstellenden Fraktionen hervorgeht. Nächste Zusatzfrage stellt uns die Kollegin Gnadl. Ja, vielen Dank. Herr Minister, vielleicht können Sie sagen, wie sehr das Thema der Corona-Pandemie die Regierungsfraktionen beschäftigt hat und wie viele parlamentarische Initiativen und Anfragen diese gestellt haben zu der Thematik. Herr Staatsminister. Frau Gnadl, hier gilt das Gleiche, was ich auf die Zusatzfrage zuvor schon antwortete, da ich keine Aufstellung nach anderer stellenden Fraktionen bei mir habe, nur die Summe desselben. Kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten. Herzlichen Dank. Ich rufe auf die Frage. Kollege Bocklet darf. Das war ja seine eigene. Genau, der Kollege Bocklet darf sogar noch mal. Bitte schön, drücken Sie noch mal, dann wunderbar. Das wäre meine zweite Nachfrage in der Tat. Ich wäre jetzt dann doch interessiert, das ist ja anders als von der Opposition geschildert, die in diesem Landtag doch sehr häufig zu diesem Thema gekommen ist. Eine letzte Frage noch. Wie hoch ist denn der Anteil der insgesamt an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration gerichteten Initiativen in 2020 bezogen auf das Gesamtaufkommen an die hessische Landesregierung? Herr Kollege Klose. Herr Bocklet, auf den genannten Zeitraum vorhin bezogen, also bis zum 14. Mai 2021, sind insgesamt, danach war ja auch vorher gefragt, 714 parlamentarische Initiativen behandelt worden. Davon fallen 331 in die Zuständigkeit des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Das sind rund 46% aller gestellten Initiativen im Haus. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Dann kommen wir jetzt zur Frage 493. Fragesteller ist der Kollege Kahnt. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, welche Begründungen sind im Einzelnen maßgeblich, weshalb sie bei der Novellierung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes an der Bewertung der Module bereits im ersten Hauptsemester festhält? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Kahnt, nach der unbewerteten Einführungsphase mit den Schwerpunkten der Orientierung und Erprobung in der Ausbildungsschule und am Studienseminar beginnt für die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ab dem ersten Hauptsemester eine stärkere und vertiefendere Auseinandersetzung mit den fachwissenschaftlich, fachdidaktisch und erziehungswissenschaftlich pädagogisch geprägten Modulen.
Die Schwerpunkte der Module sind aufeinander bezogen und es wird die Erweiterung der Kompetenzen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst angestrebt. Um diesen Prozess zu dokumentieren, sollen die Leistungen der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst während der gesamten Dauer der Ausbildung in den Blick genommen werden. Die Einbeziehung der Bewertungen von Modulleistungen aus zwei Hauptsemestern führt zudem zu einer breiteren Basis der Bewertung. Dementsprechend soll bei der Novellierung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes diese breite Bewertungsbasis erhalten bleiben. Vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Erste Zusatzfrage kommt vom Kollegen Kahn. Und Frau Böhm, hatten Sie gedrückt? Nee, alles klar. Herr Kahn, bitteschön. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Staatsminister, für Ihre Antwort. Wie beurteilt die Landesregierung die mehrheitliche Auffassung von Studienseminarleitungen und auch Ausbildungskräften, dass eine frühe Festlegung auf Noten einem Lernprozess entgegenstehen, zumal die alte APVO eine Bewertung erst vor der Prüfung vorsah? Herr Staatsminister. Herr Kollege Kahnt, wir nehmen darauf ja auch schon Rücksicht. Im Grundsatz verstehe ich diesen Ansatz ja mit der Bewertungsfreiheit der Einführungsphase. Die halten wir bewusst von Noten und Bewertungen frei. Aber das Problem, wenn man die Bewertungen zu weit nach hinten in Richtung des Examens schiebt, ist abgesehen davon, dass sich dann natürlich alles sozusagen auf wenige Leistungen zusammenschiebt, eine erheblich größere Belastung der Prüflinge oder in diesem Fall der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst als jemand, der noch nach der alten Schule juristische Staatsexamina abgelegt hat. Und im Jurastudium wurde das ja immer sozusagen in der extremsten Form von allen Studienfächern auf das Ende der Ausbildung fokussiert, behaupte ich sagen zu können, ich weiß auch, wovon ich da rede. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf die Frage 494. Fragestellerin ist die Abgeordnete Böhm. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich frage die Landesregierung, ist mit der Aussage vom 23. März 2021, dass man nur mit einer soliden Teststrategie und dem Ausweiten des Impfens den Weg zu mehr Lockerungen beschreiten könne, die Aussage von Sozialminister Klose im Jahr 2020, dass Testen nur eine trügerische Sicherheit, vergleiche etwa Brennard-Protokoll 2042, biete, widerlegt? Herr Staatsminister Klose. Frau Abgeordnete, ich weise zunächst darauf hin, dass ich in dem von Ihnen aufgeführten Plenarprotokoll ausdrücklich nicht mit der in der Fragestellung aufgeführten Aussage zitiert bin, Ihre Frage also konstruiert ist. Unabhängig davon ist die Aussage, dass jeder Test auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 angesichts des Verlaufs von Infektionen immer nur eine Momentaufnahme abbildet, wissenschaftlicher Common Sense. Richtig ist, dass die Zulassung und Verfügbarkeit von Antigen-Schnelltests und Antigen-Selbsttests es seit Herbst 2020 möglich macht, sehr viel schneller und umfangreicher zu testen. Das kann einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie darstellen und eine Lockerung der aktuell nötigen Kontaktbeschränkungen möglich machen. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann rufe ich auf. Doch? Ja, Frau Böhm, bitte. Ist es richtig, dass Sie sich in diesem zitierten Protokoll auf die Aussage von Herrn Bocklet bezogen haben und diese vollständig unterstützt haben, der genau davon, von dieser trügerischen Sicherheit gesprochen hat? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete, was ich in diesem Plenarprotokoll gesagt habe, ist, dass ein PCR-Test durch Abstrich immer nur eine Momentaufnahme ist und schon übermorgen die gleiche Person, die Sie heute negativ testen, positiv sein kann. Genau das habe ich eben auch als wissenschaftlichen Common Sense beschrieben. Die Person, die von einer trügerischen Sicherheit in dem genannten Plenarprotokoll gesprochen hat, sind Sie selbst gewesen, weil Sie mir dort schon Folgendes unterstellt haben. Ich darf Sie selbst zitieren aus dem genannten Protokoll. Ich weiß, Herr Klose gibt uns zu bedenken, dass es immer nur eine trügerische Sicherheit ist. Zitat Ende. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt es Zusatzfragen? Frau Böhm, ja bitte. Ich hatte gedrückt, ja. Dankeschön. Diese trügerische Sicherheit mal zur Seite gestellt, aber wir haben ja die Situation.
Sind Sie noch? Fragen Sie noch oder nicht mehr? Nein, alles fertig. Ja, ich bin auch, da war ich jetzt auch irritiert. Also, Herr Staatsminister, wollen Sie, Sie können antworten, bitte. Entschuldigung, das, ich mache Sie da wieder an und Sie fangen wieder einfach bitte. Kann ich jetzt fragen? Ja, danke schon. Ist es richtig, dass aufgrund der fehlenden Reisetestungen in den Altenheimen mehr als die Hälfte der gestorbenen Covid-19-Patienten stattgefunden hat und dass diese Testungen wesentlich früher als ab Januar 2021 stattgefunden hätten können, weil, wie Sie gesagt haben, ja ab September die Testungen vorhanden waren? Herr Minister. Frau Abgeordnete, Sie wissen ja, sowohl wie die nationale Teststrategie als auch wie die hessische Teststrategie ausgesehen hat. Wir haben uns häufig darüber im Ausschuss ausgetauscht. An genau diesen Teststrategien haben wir uns auch im Lande Hessen orientiert. Einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Durchführung von Tests und der Zahl der Toten kann ich jedenfalls nicht bestätigen. Und ich glaube, das wird auch sonst niemand tun. Vielen Dank. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage 495. Fragesteller ist der Abgeordnete Thorsten Warnecke. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf die Landesregierung fragen, wie hoch wäre der Steuerausfall aus dem Grunderwerbssteuereinnahmen in Hessen? Folgten der Landtag und Sie, also die Regierung, der Forderung der im benachbarten Rheinland-Pfalz größten Oppositionspartei CDU, diese Steuer für den ersten eigenen Immobilienerwerb wegfallen zu lassen? Staatsminister Boddenberg. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Warnecke. Zunächst mal finde ich es toll, dass Sie sich sehr mit der Programmatik der CDU unseres schönen Nachbarlandes beschäftigen. Das finde ich beachtenswert. Um Ihre Frage zu beantworten, Sie wissen wahrscheinlich, dass das Institut der deutschen Wirtschaft 2017 in einer Studie untersucht hat, was es bedeuten würde, auf Grunderwerbsteuer zu verzichten bzw. entsprechende Freibeträge einzuführen. Für das Szenario, das Sie ansprechen, von einem Freibetrag 500.000 Euro für den Ersterwerb von Wohneigentum, prognostiziert diese Studie einen Verlust dieser Steuereinnahme insgesamt von 41% des Steueraufkommens. Das würde in Hessen bedeuten, wohlgemerkt nicht in Rheinland-Pfalz, dort gibt es sicherlich deutlich geringere Beträge, aber immerhin in Hessen bedeuten, bei einem Gesamtaufkommen der Grunderwerbsteuer von 1,6 Milliarden Euro entspräche dies einem Steuerrückgang oder Steuermindereinnahmen in Größenordnung von 660 Millionen Euro. Das ist bezogen auf die 1,6 Milliarden 41%. Jo, wenn man Ersterwerbe von Wohneigentum nicht nur bis zur Höhe eines bestimmten Freibetrages, sondern komplett und vollständig befreien würde, hätte dies deutlich höhere Steuermindereinnahmen zur Folge. Wie Sie wissen, ist bei der Grunderwerbsteuer auch der gewerbliche Bereich betroffen, der Bereich der Fonds, an dem wir gerade arbeiten, Stichwort Share Deals. Aber dann reden wir sicherlich über 800, 700 Millionen Euro Mindereinnahmen. Gibt es Zusatzfragen? Keine Zusatzfragen. Dann rufen wir auf Frage 496, die Kollegin Löber. Ich frage die Landesregierung, warum sind in Hessen sogenannte Schottergärten, Vorgärten, die größtenteils mit Vlies oder Folie und anschließend mit Schotterkies bedeckt werden, nicht wie in anderen Bundesländern ausdrücklich verboten? Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ausdrückliche Verbote in den Landesnaturschutzgesetzen der anderen Bundesländern existieren bisher nicht. Einzig das Land Baden-Württemberg hat eine Regelung in sein Naturschutzgesetz aufgenommen, die Schotterungen zur Gestaltung von privaten Gärten unter Bezugnahme auf die baden-württembergische Landesbauordnung untersagt. In den einzelnen Bauordnungen der Länder sind aber bereits jetzt Gebote enthalten, die vorschreiben, dass freie Flächen zu begrünen sind. Das trifft auch auf die hessische Bauordnung zu. In § 8 Absatz 1 heißt es dort, dass nicht überbaute Grundstücke wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen oder zu begrünen oder zu bepflanzen sind. Für die Umsetzung und Durchsetzung dieser Vorgaben sind die Kommunen verantwortlich.
Es liegt an Ihnen, entweder über Bebauungspläne, kommunale Satzungen oder über Nebenbestimmungen in den einzelnen Baugenehmigungen entsprechende Vorgaben zu machen und die Einhaltung sicherzustellen. Hanau und Fulda haben entsprechende Satzungen mit konkretisierenden Vorgaben erlassen. Da das aber nicht reicht und der Trend zur Anlage von Schottergärten nach meiner Wahrnehmung nicht abnimmt, habe ich den Hessischen Städte- und Gemeindebund in einem Brief bereits am 30. Juni 2019 gebeten, seine Mitglieder noch einmal ausdrücklich auf das Gebot des Paragraphen 8 HBO aufmerksam zu machen. Ergänzend setzt die Landesregierung auf Aufklärung und die Bereitstellung von Informationen und bietet Tipps und Anregungen an, wie Gärten, Terrassen oder Balkone naturnah und im Sinne des Insektenschutzes gestaltet werden können. Deshalb unterstützt mein Ministerium Initiativen, die Überzeugungsarbeit für grüne Vorgärten leisten, wie zum Beispiel die Initiative Rettet den Vorgarten des Bundesverbandes Garten- und Landschaftsbau e.V. Durch die Hessische Gartenakademie Geisenheim hat mein Ministerium auf der letzten Landesgartenschau 2018 in Bad Schwalbach Beispiele zu pflegeleichten, naturverbundenen Vorgärten vorgestellt und Besucherinnen und Besucher intensiv in dieser Richtung beraten. Im Rahmen der Kampagne Bienenfreundliches Hessen ist eine Broschüre in Zusammenarbeit mit den Imker- und Landwirtschaftsverbänden entstanden, die vielfältige Tipps zur aktiven Unterstützung von bestäubenden Insekten im privaten Bereich gibt. Begrünte Grundstücksflächen gehören dazu. Mit Blick auf die Anpassung an den Klimawandel, den Erhalt der Biodiversität und den sich häufenden Extremwetterereignissen kommt jedem Quadratmeter unversiegelter, begrünter Fläche Bedeutung zu. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Zwei Zusatzfragen liegen schon vor. Die erste stellte Dr. Naas und dann kommt Frau Feldmeier dran. Herr Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, wäre es nicht klug, vielleicht die gemeinsame Reihe mit dem Wirtschaftsministerium gemeinsam fortzusetzen? Grünes Glück vor der Tür. Haben wir ja hier schon mal thematisiert. Das gibt doch reichlich Synergieeffekte und Sie könnten damit ja auch Landlust, Landliebe und wie die Zeitungen alle heißen, dann gemeinsam entsprechend Konkurrenz machen. Frau Staatsministerin. Grünes Glück vor der Tür hört sich super an. Ich werde mit meinem Kollegen darüber reden. Frau Feldmeier. Frau Ministerin, vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Was kann man denn darüber hinaus, was Sie genannt haben, noch tun, um diese Schottergärten, ich sag mal, zu reduzieren? Frau Ministerin. Ja, es gibt einmal die Möglichkeit, wie gesagt, über die kommunalen Satzungen, wie Hanau und Fulda das bereits gemacht haben. Auch Frankfurt hat das jetzt vor. Da hat die Dezernentin Heilig bereits mit ihrem Kollegen einen entsprechenden Satzungsvorschlag gemacht. Es besteht auch die Möglichkeit, es ausdrücklich nochmal in ein Landesnaturschutzgesetz als Hinweis zu übernehmen, so wie in Baden-Württemberg, Hinweis auf die entsprechende Landesbauordnung, um das auch im Naturschutz noch mal besonders deutlich zu machen, wie wichtig das ist. Vielen Dank. Frau Löber, ich hatte hier noch eine Anmeldung, aber das ist, glaube ich, das war die ursprüngliche, ne? Sie hatten keine Zusatzfrage mehr. Also, Sie haben erneut gedrückt. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, eine Zusatzfrage zu stellen. Bitte schön. Dankeschön, Herr Präsident. Frau Staatsministerin, Sie hatten ausgeführt, dass die Kommunen ja viele Möglichkeiten derzeit auch haben, Dinge in Bebauungsplänen und in anderen Sachen zu regeln. Nur spricht der Trend, der sich in Neubaugebieten zeigt, ja vollkommen dagegen. Es gibt ja teilweise Baugebiete mit nur noch Schottergärten. Halten Sie dann das, was Sie ausgeführt haben, für ausreichend oder müsste man doch nicht hier über eine stärkere Kontrolle nachdenken, da ja auch das, was Sie jetzt seit 2 Jahren machen, mit Information und Aufklärung nicht wirklich Erfolge gezeigt hat? Frau Ministerin. Ich bin sehr dafür, dass die Kommunen nicht nur Satzungen erlassen, sondern auch im Hinblick auf den Paragraph 8 Absatz 1 Hessische Bauordnung ihre Kontrollaufsicht dann wahrnehmen.
dass sowohl bei Neubaugebieten überwachen, ob dem auch Rechnung getragen wird, der hessischen Bauordnung, aber auch versiegelte Flächen durchaus im Bestandsbau, also da, wo Wohnviertel bereits existieren, auch ausdrücklich darauf hinzuweisen und hinzuwirken, dass diese Flächen wieder entsiegelt werden. Das ist eine ganz klassische Aufgabe der Bauaufsicht und der Kommunen, hier dieser hessischen Bauordnung nachzukommen. Vielen Dank. Die letzte mögliche Zusatzfrage stellt Frau Löber. Ja, danke. Müsste man hier von Seiten der Landesregierung nicht viel stärker auf Kontrollmöglichkeiten hinweisen und da auch verstärkt auffordern, da ohne, ich sag mal, eine andere Gestaltung der Vorgärten es sehr schwer sein wird, Klimaschutzziele oder auch das, was im Rahmen der Biodiversitätsstrategie gewünscht ist, zu erreichen? Das ist schon noch ein zusammenhängender Satz, werter Herr Kollege. Der Herr Präsident würde mich im Zweifel sofort unterbrechen. Danke. Frau Staatsministerin. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, ich kann Ihnen eine Passage aus dem Brief vom 30. Juni 2019 vorlesen an den Hessischen Städte- und Gemeindebund. Da habe ich geschrieben, daher bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Mitglieder auf § 8 Absatz 1 der Hessischen Bauordnung aufmerksam machen. Dort ist für Grundstücksfreiflächen vorgegeben, erstens, die nicht überbauten Flächen der bebauten Grundstücke sind erstens wasserdurchlässig zu belassen oder herzustellen und zweitens zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden. Zweitens, Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen treffen. Damit haben Kommunen konkrete Möglichkeiten, gegen versiegelte bzw. nicht begrünte Vorgärten vorzugehen, sowie konkrete Vorgaben in ihren Bebauungsplänen und betreffende Satzungen zu treffen. Ich würde mich freuen, wenn nach Hanau und Fulda weitere und möglichst alle hessischen Kommunen entsprechende Satzungen erlassen würden. Ich glaube, das lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Vielen Dank, Frau Staatsministerin.